Ja, dann begrüßt ihr alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel des HC Erlangen am Samstag gegen die HSG Wetzlar. Bevor wir uns dem Sportlichen widmen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Der HC Erlangen hat den 17. Spieltag morgen zum Feiertag deklariert. Das hat den Grund, dass wir in den letzten vergangenen Tagen einiges zum Feiern hatten. Johannes Sedin bleibt noch ein weiteres Jahr dem HC Erlangen treu. Christoph Steinert wurde in den erweiterten WM-Kader berufen und unser Hauptsponsor Richard Heindl feiert in dieser Woche seinen 70. Geburtstag. Ja, das hat der HC Erlangen zum Anlass genommen, um zu feiern. Deswegen möchte der HC Erlangen gerne alle Fans vor dem Spiel auf ein Glas Sekt einladen. Den gibt es dann am Eingang der Arena. Ja, auf dem Podium begrüße ich unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt, unseren Cheftrainer Adalstein Eriksson und Andreas Schröder. Ja, wie immer die erste Frage geht an dich, Adli. Jetzt nach 3 Siegen in Serie, ist die Stimmung in der Mannschaft und wie hast du dich oder wie hast du deine Mannschaft jetzt auf den morgigen Gegner vorbereitet? Ja, die Stimmung ist natürlich ausgezeichnet gut in der Mannschaft. Ich glaube, jeder Sieg tut so eine Mannschaft und die Moral vor allem sehr gut. Jetzt für Wetzlar wissen wir aber, dass da eine sehr eingespielte Mannschaft auf uns zukommt, der sicherlich viele Qualitäten auch hat, vor allem im Abwehrbereich und im Umschaltenspiel. Wir wissen, dass da ja keine einfache Aufgabe auf uns erwartet, aber trotzdem hier zu Hause mit unseren Zuschauern im Rücken wollen wir diese Aufgabe meistern. Wir wollen unbedingt die nächsten 2 Punkte halt reinfahren. Und ja, für uns ist das ein 4-Punkte-Spiel gegen Wetzlar jetzt, kann man so sagen, mit Tabellennachbarn. Mit einem Sieg können wir uns angeblich also weiter in dem Mittelfeld die Tabelle halt befestigen. Und das ist auf jeden Fall unsere Ziel. Dankeschön. Kevin, die HSG Wetzlar, Adli hat schon angesprochen, ist eine sehr eingespielte Mannschaft. Sticht denn da ein Spieler besonders heraus, auf den man besonders aufpassen muss? Also ich denke gerade der Mittelblock mit den 2 Schweden, die da haben, die sorgt da schon für Unruhe hinten und wirklich auch einen starken Innenblock. Ich denke, im Angriffsspiel läuft alles über Mirkolowski. Der ist ja wirklich Dreh- und Angelpunkt. Auch der verlängerte Arm vom Trainer Kai Wandschneider, der da die Taktik umsetzt. Ich denke, dass wenn wir ihn da in den Griff bekommen, dann ist das schon mal die halbe Miete. Aber auch mit Cabo auf halb rechts, wenn der in Position gebracht wird und seine Lücke hat, wird es schwer, ihn zu halten. Von daher wird, glaube ich, extrem, haben wir ja Andi heute schon hier oben auf dem Mittelblock ankommen, dass er da dass wir da stabil stehen und gerade Mikulowski da aus dem Spiel nehmen. Dankeschön. Ja, Andi, vor euch liegen ereignisreiche Tage. Jetzt morgen das Spiel gegen die HSG Wetzlar. Am Dienstag dann gleich weiter im Viertelfinale des DHB-Pokals in Hannover und dann am Donnerstag die Black Knight gegen die Eulen. Freut ihr euch auf die Tage, die jetzt kommen? Ja, definitiv. Also wir haben jetzt, glaube ich, mit den 3 Siegen in Folgen schon mal gut Selbstvertrauen getankt. Haben jetzt ein straffes Programm vor uns, aber ja, wir wissen, was wir für eine Chance haben mit den nächsten 3 Spielen. Wir haben richtig Lust drauf, wir sind alle motiviert. Morgen wird erstmal kein leichtes Spiel, aber ich sag mal, wie Adlis gesagt hat, wenn die Zuschauer mit den Zuschauern im Rücken und wenn wir konzentriert mit viel Emotionen auftreten, dann können wir da schon viel erreichen, auch in der nächsten Woche. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Es ist ja schon angedeutet worden, 3 Spiele in 6 Tagen für Fußballer unvorstellbar. Aber bleibt ja für dich auch wenig Zeit, eigentlich nur regenerieren und jeweils vorbereiten auf den nächsten Gegner, oder? Ja, es ist keine einfache, also vor allem von der Trainingssteuerung her. Das muss man halt in dieser Woche schon viel auf achten. Die ganzen Videovorbereitungen, die taktische Vorbereitung muss man schon im Voraus alles machen, um das schnell, weil viel Zeit zwischen den Spielen wird nicht übrig bleiben. Und auch vor den Spielern natürlich das Gleiche, dass man muss man halt sehr aufpassen, dass die nicht in einen müdenden Zustand jetzt in diese Phase halt reingehen, dass man aufpasst jetzt, dass die in den nächsten 6 Tagen, dass die Spitzen die Spiele sind und dazwischen halt absolute Ruhephase oder halt wo nur mit Taktik technisch gearbeitet wird. Das ist eine Kunst, die wir hoffentlich jetzt in den nächsten 6 Tagen gut meistern werden.
Das wichtigste Spiel, Adi, das wissen wir ja von dir, ist immer das nächste. Jetzt ist das übernächste, aber ja vielleicht eins, das zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte führen kann, nämlich zu diesem Final Four. Wie genau geht man da mit der Mannschaft um? Man kann das ja auch nicht in den Köpfen der Spieler löschen, dass da diese Riesenchance besteht, vielleicht auch der Handballtraum, da nach Hamburg mal zu fahren. Ist das schon Thema oder wie genau hält man das dann doch raus und konzentriert sich auf Wetzlar? Ich glaube, der einzige Weg, wo man das nicht... Klar, die Spieler merken das schon auf die Vorbereitung jetzt auf Wetzlar, dass das halt von dem normalen Tempo im Training nicht geht, weil man da schon achten muss, was da in den nächsten Tagen danach halt passiert. Aber sonst ist das ein ganz normaler Prozess. Wir konzentrieren uns jetzt auf Wetzlar. Klar würden die Spieler auch schauen und sehen, welchen Aufgaben auf die zukommen. Das wird man nicht vermeiden, vor allem, weil das so kurz hintereinander ist. Aber ich warne davor, dass wir uns erst einmal nur mit Wetzlar, das wird hart genug. Und dann haben wir 2 Tage Zeit, uns auf Hannover zu vorbereiten und dann kommen die Eule. Also das ist, wir können nicht eine Aufgabe überspringen und irgendwie mit dem Kopf in irgendwo anders sein, sondern jetzt, also ich muss das machen, aber die Spielern, habe ich gesagt, wir sind gut beraten, uns jetzt erstmal auf nur dieses Spiel jetzt am Samstagabend zu konzentrieren und dann können wir über den Rest reden. Fällt es leicht, so professionell ranzugehen, wie es der Trainer vorgibt, Andi? Ich muss sagen, also es kam jetzt im Training noch nicht zur Sprache zwischen unter uns Spielern, dass wir jetzt am Dienstag eine riesen Chance haben, sondern wir haben bisher nur über Wetzlar geredet und natürlich im Hinterkopf ist das wahrscheinlich bei allen, aber ich glaube, so wie wir die letzten Wochen angegangen sind, so konzentriert, können wir auch die nächsten 3 Spiele angehen und das wird glaube ich, die Vorangehensweise von allen von uns sein und ich bin da guter Dinge, dass auch jeder wirklich voll fokussiert ist morgen. Kevin, wie gesagt, dieses Spiel, das jetzt ansteht, sind da alle an Bord oder fällt da jemand aus oder nur Teile, der nach wie vor fehlt? Genau, ja, nur Teile, der da noch, ich denke, 2-3 Spiele ausfällt und dann sonst sind alle an Bord, alle fit. Kann man da eine besondere